Dreckigen Pulli. Steffen hat einen dreckigen Pulli? Kannst du es doch nicht aufnehmen hier. Bei uns geht es momentan ein bisschen chaotisch zu. Wir dachten, das ist der richtige Augenblick, um euch mal ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen. Und zwar haben wir die letzten Tage relativ viel Weihnachtscontent produziert, also auch für Instagram mit Seeberger Adventskalender, mit Ferrero Crochet haben wir gebastelt und so. Und parallel versucht hier ein bisschen das Wohnzimmer-Makeover vorzubereiten. Das ist nämlich noch alles ziemlich kahl und so ein paar Sachen sind mittlerweile angekommen. Ja, das steht jetzt natürlich alles so unfertig hier, weil wir das in einem Rutsch machen wollen, um es zu filmen. Hierfür habe ich so ein Dunkelgrau als Wandfarbe ausgesucht. Und für da hinten so ein Taub. Ihr seht auf den Videos immer nur einen kleinen Ausschnitt, aber schaut euch mal das Chaos an. Linda krempelt normalerweise immer unseren kompletten Esstisch voll. Brauchen wir die heute? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich glaube nicht, oder? Nein. Noch nicht. Dann sind wir hier. So viel zum Thema Esszimmer folgen. Esszimmer und Wohnzimmer und wo auch immer das Zeug hinwandert. So, wie fangen wir an? Na? Was hast du heute Morgen gemacht? Nicht lustig. Es war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ich glaube, wir sind jetzt 2 Monate damit durchgekommen. Nein, da darfst du nicht dran. Nein, da darfst du nicht dran. Ja. Ja, da darfst du nicht dran. Vielleicht kann die Mama jetzt endlich mal die Pflanze umtopfen und wir können uns mal um das Esszimmer-Makeover kümmern, ne? Hm? Gute Idee, machen wir. So, ich dachte, ich nutze die Gelegenheit und gucke mal nach Pflanztöpfen. Das ist gar nicht so einfach, vor allem die großen. Und dann ist natürlich auch die Frage wegen der Form. Wir haben ja diesen hier. Okay, der ist nämlich eigentlich echt ziemlich cool. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich ihn ändere, also ob ich den ansprühe oder sowas, dass er hier besser dazu passt. Aber eigentlich ist das auch eine ganz geile Farbe und das ist halt so ein richtig solider, dicker Pott. Ich glaube, sowas bräuchte ich auch für die Monstera. Suchst du aus der Garderobe? Ja, hier liegen immer die Jacken auf dem Boden, gerade jetzt ausnahmsweise mal nicht. Und ich frage mich, wann kommt der von hier hoch? Und dann ist hier eine Wand und hier eine Wand. Aber hier geht es ins Wohnzimmer. Wo macht man jetzt am dümmsten irgendwie eine Garderobe hin? Genau, also ich dachte ja auch die Ablage hier, aber wir brauchen irgendwas, wo man dann auch mal so die Hauptjacken dranhängen kann. Das ist natürlich die Frage, ob man hier nicht einfach so ein paar Bobsel-Dinger dran macht, dass man hier die Jacken hängt. Aber dann kommt man hoch und guckt so auf die Jacken, ist ja auch nicht cool. Nee, ich werde immer ausgelacht, weil ich die ganzen Kartons sammle. Aber in dem Fall ist es ganz gut. Zum einen als Malunterlage, zum anderen auch so ein bisschen als Simulationshilfe. Da ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie breit so ein 1,10 Meter Puff ist, gehe ich jetzt mal ins Kartonlager und wir simulieren jetzt einfach mal. So, ich brauche jetzt 1,10 Meter. All these neck just wanna be a mini-me. Friend me, mini-me. All these neck just wanna be a mini-me. All these neck just wanna be a mini-me. All these neck just wanna be a mini-me. Friend me, mini-me. All these neck. Schon echt viel besser vorzustellen, wenn man das so ausgeschnitten hat. Also das finde ich ist halt so ein ganz normaler kleiner Puff und das ist halt so ein richtiges Möbelstück nochmal. Und auch hier ist ja mehr als genug freie Fläche. Ich finde fast, es würden beide passen. Ich hatte fürs Kinderzimmer, ja, für diese junge Dame, hatte ich mal so ein Sitzsack gesucht und dann hatten wir irgendwann so einen richtig geilen gefunden. Der war aber 1,40 und das passt halt einfach nicht an ins Kinderzimmer. Hier könnte es reinpassen, oder? Vielleicht wäre das eine ganz geile Alternative. So, wir dachten, wir machen jetzt heute Abend mal so ein paar Wohnzimmersachen hier fix. Aber es ist echt nicht so einfach. Also jetzt haben wir gerade so einen Sessel, der cool ist. Den kriegen wir nicht her, der ist irgendwo aus England. Dann habe ich einen Puff dazu gesehen, der würde zu dem Sessel passen, aber zu dem anderen jetzt wieder nicht. Dann habe ich mich in einen anderen Sessel verliebt, aber den liefern sie nicht nach Portugal. Dann müssen wir zwei uns noch einigen. Also das ist echt das Schwerste. Das stimmt gar nicht. Ich finde wirklich, wenn wir da was haben, es herzukriegen ist das Schwierigste. Und ich finde, ich weiß gar nicht, wie die das machen mit diesen ganzen Makeover-Videos. Die machen immer so zack, zack und haben dann alles direkt da und machen dann in 2 Tagen so eine ganze Wohnung neu. Ich fand es jetzt schon schwierig, die Wandfarbe einfach auszusuchen. Da hatten wir den Teppich noch nicht da. Und der Teppich war ja auch ein bisschen anders als dann online. Der ist ja wesentlich grünlicher. Also irgendwie, ich weiß immer gar nicht, wie die das machen, dass die das alles so komplett schon... Und nur offline shoppen geht auch nicht. Ja? Also da ist immer in den Ausstellungen so wenig irgendwie verfügbar. Ja. Keine Ahnung. So, ihr Lieben, ich habe jetzt gerade meine Birkenstocks gereinigt und auf Instagram hat jemand vorgeschlagen,
dass man die Riemen mit Milch behandeln kann, dann werden sie wieder glänzend. Das klingt mir sehr suspekt, aber ich dachte, das lohnt sich, das mal auszuprobieren. Die suspekten Sachen, die probiere ich gerne. Also, man könnte fast meinen, das funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall das hier mit Schmirgelpapier gemacht. Und, nee, andersrum. Den hier hatte ich mit Schmirgelpapier gemacht und hat er auch so leichte Streifen drauf. Und den hier mit Backpulver. Insgesamt sieht es auf jeden Fall schon wesentlich besser aus. Keine Ahnung. Wahrscheinlich funktioniert das nicht wirklich. Das ist auch ein bisschen ein dubioser Tipp. Ich bin gerade auf dem Baumarktparkplatz angekommen. Habe einen neuen Radiosender gefunden. Spielt nur so Klassiker von Tina Turner und so. Fand ich jetzt gut. Ich habe auf jeden Fall eine proppevolle Einkaufsliste mit so ganz komischen, nicht zusammengehörigen Sachen. Also so Bilderrahmen für das Punktebild unten, Farbrollen, Pflanze, so Hängedingsel für diese kleine Konsole, die ich machen wollte fürs Gästezimmer. Also mal gucken, ob ich das alles finde. Das ist wieder so ein Zickzack-Einkauf. Und danach wollte ich noch vorbei bei IKEA. Ich hätte gerne so eine Teekanne und ausnahmsweise immer kein IKEA-Hacks-Video geplant, aber so ein paar Kissen und Kleinigkeiten brauche ich noch. Beziehungsweise wollte ich mal gucken nach den Stoffresten. Meine Mutter macht nämlich oder hat vor 30 Jahren Säckchen genäht zu Weihnachten und die verwenden wir bis heute. Jedes Jahr kommen da die Geschenke rein und das ist natürlich super nachhaltig und auch super praktisch, weil man einfach mit den Geschenken anreißt, sich dann so ein paar Säckchen nimmt und sich über die Verpackung irgendwie keinerlei Gedanken machen muss. Da wollte ich mal gucken, ob ich da noch irgendwie Stoffreste finde oder sowas, die so ein bisschen gemustert und weihnachtlich sind, die man dafür verwenden kann, weil dieses Jahr sind wir Weihnachten zum ersten Mal nicht bei der Familie. In der Heimat in Herzog auch, sondern bei uns zu Hause in Porto. Hier gibt es überhaupt nichts Weihnachtliches. Das könnte vielleicht ganz cool aussehen. Aber wo ist die Bürkiste? Was ist das hier? Das ist alles? Ich kann auch gute Kissen abgeben. Das ist cool mit den Gerüchten. Ich bin jetzt hier in meinem portugiesischen Lieblingsstoffladen. Ich habe hier so geile Müllkisten. Das ist meine vorläufige Ausbeute. Man sieht gar nichts von lauter Muster. Also relativ dunkel gemusterte Stoffe. Ich glaube, es sieht aber für diese kleinen Säckchen cool aus. Und jetzt bin ich gerade versuchen, noch was ein bisschen schlichterem dazu. Dass man irgendwie so ein bisschen schlichtere und weniger, also wilde und weniger wilde Säckchen haben kann. So, ich habe verschiedene Stoffe mitgenommen. Unter anderem diesen Cord und diese beiden dunklen. Oh, hätte ich auch einfach mal zu Hause zeigen können in aller Ruhe. Statt das jetzt so im Auto hier auseinanderzureißen. Den hier und naja, den anderen zeige ich euch nachher noch, wenn ich es dann nähe. Ich hoffe, ich habe heute Abend ein bisschen Zeit. Ja, so. Also bin ich früh auf die Idee gekommen. Was meinst du? Ja, es ist 11 Uhr abends, wir wollen seit einer Stunde ins Bett, aber wir tragen Bänke durch die Wohnung. Weil ursprünglich haben wir hier ewig eine Konsole gesucht, die so ein bisschen, also diese scheiß Konsolen gibt es immer so 70er Höhe. Und da finde ich immer, wenn man hier reinkommt und seine Schlüssel drauf wirft, ist irgendwie doof und ich wollte so eine hohe und eine flache, weil die sind meistens auch zu tief. Und jetzt haben wir gedacht, vielleicht machen wir was ganz anderes und machen eher so eine Bank. So, und dann hier so einen Spiegel dahinter. Kann man sich das vorstellen. Oder wir machen hier einfach unser Filzkästchen hin. Oder wir machen so was Kleines noch an die Wand. Ja, also für so lange Spiegel. Nee. Nichts an die Wand. Dann lieber so ein, zwei Knöpfchen. So Knöpfe, wie Alex sie gemacht hat. Genau. Jacke, aber nicht zu viel Jacke. Das geht. Ist fest. So eine geile Eierform. Muss auch immer genau so hängen, offenbar. Also die Breite passt genau und die Höhe ist jetzt ein Stückchen größer, als es eigentlich ist. Aber ich glaube, viel größer darf auch nicht sein. Ein bisschen Platz muss ja auch noch sein. Was soll ich denn noch erzählen? Ich weiß nicht. Ich bestelle jetzt einfach noch, oder?
Konsole noch gedacht für da drüben. Die hier. Welche? Aber die ist nur ein Meter. Also die hört hier auf. Hier hast du ja schon mal 10 cm hier vor und dann das geht. 12. Dezember, strahlender Sonnenschein draußen in Porto. Und was machen wir? Glühweinparty. So, ich habe gerade auf Instagram gezeigt, dass wir jetzt Wein aus dem Tetrapack trinken. Und wurde direkt belehrt, das ist kein Wein aus dem Tetrapack, sondern das ist ein Weinschlauch, der wohl tatsächlich sehr praktisch ist und von vielen genutzt wird. Und es ist oft auch ganz normaler Wein, weil die dann halt einfach 3 Flaschen hier abgefüllt sind. I'm not ready for this winter weather. Feel the seconds ticking, nothing's getting any better. We were up all night, spending all of our time. Dance around 3 words, we were doing just fine. Linda hat nämlich so ein geiles Teil gekauft, das ist ein Spielebogen. Aber den braucht sie jetzt nicht mehr. Deswegen bauen wir jetzt einfach das Ganze um in ein Zelt, oder? Was meinst du? I'm about to go Goku. Leave all my haters red like Olu's. Yeah, trying to get the green like it's Whole Foods. Couldn't take my style and now you so. Das habe ich alles auseinandergenommen und stelle jetzt gerade fest, dass man es einfach hätte umbauen können. Also ich glaube, ich finde es cooler als Paula, oder? Es liegt jetzt übrigens seit Wochen dieser Teppich hinterm Sofa. Und manchmal habe ich ja echt die Lust, ihn einfach hinzulegen. Aber wir wollen ja mal warten, bis wir das Video mitdrehen für euch. Genauso wie wir seit Wochen keinen Fernseher haben, aber dafür fiese große Löcher in der Wand. So, und auch die Bilder hier stehen schon ewig einfach so im Esszimmer, ohne dass sie jemand aufgehängt hat. Ich hoffe, wir schaffen das heute alles. Dann schaut euch mal die Farbe an. Die ist einfach massiv dunkel. Also ich habe echt Angst, dass es hier hinten an der Wand zu dunkel wird. Aber vielleicht mit viel Licht. Pizza ist da. War das die Lasagne? Ja. Also, kurze Pause. Das mache ich noch nicht fertig, hier die oben die Ecke jetzt, oder? Schneidet ihr die Pizza eigentlich mit dem Messer oder mit der Schere? Das ist nämlich ein echter Italiener. Ich glaube, Italiener machen das wirklich mit Scheren, oder? Und so einen Pizzaschneider wollte ich mir nie zulegen. Also, die Ränder sind gestrichen. Wir diskutieren noch, ob wir diesen Teil, ich drehe mal die Kamera rum, ob wir den, also... Cheers, kleine Pause. Ob wir den Teil hier noch mitstreichen. Ich finde, voll dagegen. Ich finde, normalerweise, unsere Tür geht ja bis zur Decke, aber normalerweise würde die ja so auf normalen. Lass dir eine weiße Tür drin. Ja, genau, sieht doch geil aus. Aber du kannst doch nicht nur eine Hälfte der Wand streichen. Also, das diskutieren wir noch aus. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir erstmal das hier anmalen und dann gucken, wie es wirkt und dann den Teil noch. Malen oder eben halt nicht. Ah. Ja, wir haben die gleiche Sohle, aber es scheint. Das ist, sind meine. Das sind meine. Das sind deine. Du bist schön. Ja, sind meine. Ja. Wahrscheinlich bist du hier auf den Deckel. Da habe ich noch, den habe ich hingelegt, habe gesagt, Vorsicht, ich lege den Deckel hier hin. Wahrscheinlich war der erst. I can see a pattern. We're headed for disaster. Ich hasse solche Arbeiten, so Fitzel-Scheiß. Ja, ich habe mir so Mühe gegeben, es schön abzukleben, aber sieht schon gut aus, wenn man es dann nochmal akkurat macht. Vor allem mit dem Dunklen hier. So, wie läuft's bei dir? Ich nähe Säckchen für Weihnachten. Wollte ich auch gerade nochmal zeigen. Ich hatte doch diese Stoffe gekauft und ich habe die jetzt direkt. Also den habe ich jetzt auch schon verwendet für so Schmuck und ich habe direkt die Bänder mit eingenäht und dann kann man die in den nächsten Jahren immer wieder verwenden. Und jetzt beginnen wir unsere eigene Tradition. Oh, wie schön. Ja, schon irgendwie, ne? Also erzwungenermaßen, aber war trotzdem schön. Dann lege ich es aufeinander, gehe hier einmal durch. Das ist einfach hier so dazwischen gelegt, einfach in der Naht dann in die Mitte rein. Also hier sieht man, einfach so umgeschlagen. Und jetzt habe ich bei denen hier unten noch den Boden reingenäht. Das legt man die einfach so auf die Seite. Also man lädt es hier unten ganz,
gerade, legt sie dann so drüber, geht dann nochmal über die Ecken und dann steht das so richtig wie ein richtiges Säckchen. Also ich find's super cool. Das ist der aktuelle Stand im Wohnzimmer. Das hat eigentlich ganz gut geklappt mit den Streifen an der Wand. Die Lampe hängt auch. Das Problem ist nur, dass dabei die Sicherung rausgefallen ist, was darum unsere Klingel gerade nicht funktioniert. Also ist Steffen gerade dabei, hier aus dem Fenster zu gucken und zu versuchen, die abzufangen, beziehungsweise wir haben unsere Telefonnummer unten dran geschrieben. Aber ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das müssen wir uns jetzt mal drum kümmern heute Abend dann. Wir haben nämlich zum einen die Weihnachtspakete und Steffen wartet auf ein Paket ganz besonders, nämlich auf den Play-Button. Wir streichen jetzt hier seit 3 Tagen und Steffen hat hier am Ellbogen einen weißen Fleck. Aber der geht auch nicht weg, der ist echt hartnäckig. Ja, das sind tatsächlich diese Farbflecken, die muss man mal so richtig wegreiben und da sieht man es halt nicht, ne? Der Fernseher ist angekommen. Und? Happy? Er ist ein neuer Fernseher, klar. Also wenn natürlich die Anleitung für die Wandhalterung so dick ist, dann möchte ich erst gar nicht die Betriebsanleitung für den Fernseher. Das sind 20 Sprachen, oder? Ja, mehr. Aber ja, sieht einschüchternd aus. Schon cool, oder? Also mein Verschleiß an Powerstrips, den soll ich mir, glaube ich, nicht öffentlich machen. Aber sieht geil aus. Steffen macht sich einfach immer über mich lustig, dass ich Sachen nicht finde. Ja, Schlüssel in die Handtasche, Schuhe. Ja, das übliche Zeug. Und jetzt haben wir hier die Konsole erhalten. Ich dachte, ich mache die noch kurz auf. Und zwar wollte ich die Oberfläche sehen von der Platte. Jetzt können wir nur hoffen, dass es einfach zwei Pakete sind, eins noch fehlt. Oder ein Paket noch kommt. Ja, aber die hat nämlich keinen. Ich habe gerade wirklich an mir gezweifelt, dass ich jetzt tatsächlich in einem geschlossenen Paket die Teile nicht finde. Aber sowas verkauft man ja nicht einfach ohne. Weiß ich nicht, müssen wir nachgucken. Also hier steht Anzahl der Pakete 2 und hier Teillieferung. Also hoffen wir mal, dass es morgen noch kommt. Wie so eine Steinplatte. Also es fügt sich hier perfekt ein, auch mit dem Teppich und der Wand. Finde ich gut, gefällt mir gut. Ich glaube auch, das wird einfach nur draufgelegt. Das heißt, wenn es einem irgendwann doch nicht mehr gefällt, dann drückt man es einfach auf die schwarze Seite. So, was man halt so macht dann am Sonntagabend, den neuen Wagen aufbauen, das neue Spielzeug. So, ihr Lieben, was man immer nicht sieht in den Videos, wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, wie lang? 20 Minuten bestimmt. Versucht, das Bild richtig aufzuhängen und jetzt hat es hinten diesen Nopsel komplett verbogen, nachdem wir die Schrauben oben ausgetauscht haben. Also das hängt jetzt und auch tatsächlich nicht auf dem Rahmen, sondern richtig. Aber es ist manchmal echt. Also wir drehen jetzt an diesem Video. Das ist schweißtreibend. Seit einer Woche geht und Chef war dann komplett verzweifelt. Möbeltransport für Faule. Das Ding ist so sauschwer. Kann man nicht unbedingt sagen, ja. Das ist so sauschwer. Wollte auch mal sagen. Bauklötze am Boden. Ach, jetzt habe ich hier wieder alles zugestellt, sorry. Und so packen wir Geschenke ein. Möchtest du jetzt echt, nachdem ich so oft die schönen Säckchen gezeigt habe, die Geschenke zeigen, die ich tatsächlich noch mit Geschenkpapier einpacke? Ja, ich glaube, die Säckchen haben nicht gereicht, oder? Die haben noch nicht gereicht. Das sind die für meine Mama und für meine Schwester. Der Spiegel kam an und wir bringen ihn direkt an. Männlich, oder? Wir haben uns für so eine lustige Eierform entschieden hier, also Spiegelei. Man könnte aber sagen, oder wie nennt man das? Ja, Spiegelei. Ja. Ich hatte heute übrigens auch ein Makeover. Weiß nicht, ob man sieht. Doch, du siehst sehr gut aus. Morgen ist Weihnachten, aber da wir jetzt das Wohnzimmer hier auseinandergenommen haben, ist natürlich alle Weihnachtsdekoration wieder verschwunden. Jetzt habe ich überlegt, ob ich hier an die Lampe auf der halben Höhe oder ein Stückchen weiter drunter
So ein Stab, den habe ich schon irgendwo hier. Wo habe ich den denn jetzt wieder hin? Das ist der Stab. Ich dachte, den kann man da mit reinhängen und dann so ein paar Sachen dran runterhängen lassen. Und dann habe ich probiert, was ich für die Tischdeko machen möchte. Ich habe hier diese Gardine. Die hatten wir in Berlin und ich habe sie nie gekürzt. Und jetzt zahlt sich das aus. Also das hängt halt jetzt so hier runter. Ich überlege, ob ich es jetzt zur Tischdecke mache und einfach abschneide, also ordentlich kürze gleich, oder ob ich es irgendwann mal wieder als Gardine verwenden werde, ich weiß es nicht. Ich finde, es fällt auch nicht allzu sehr auf, beziehungsweise stört allzu sehr. Dann habe ich goldenes Besteck besorgt. Damit liebäugle ich schon länger, weil ich einfach finde, das sieht direkt so geil aus und direkt so schick. Das sind diese IKEA-Untersätze und gestern Abend habe ich noch schnell Servietten genäht aus so einem Mustard-Stoff. Alles ein bisschen improvisierter, könnte man sagen, weil wir bis zur letzten Minute jetzt hier gearbeitet haben und es einfach jetzt doch wahnsinnig viel Arbeit war, das Wohnzimmer so weit zu kriegen mit dem ganzen Wändestreichen und so. Aber auch ganz schön, dass es jetzt für Weihnachten fertig ist. Wie findest du es? Es könnte noch ein bisschen grün. Es ist wunderschön. We're headed for disaster. Nights are getting cold. I can feel you folding. Call me in the morning. Believe me, you've been bitter. Linda. Oh, die sind viel besser als die anderen. Der sitzt mal richtig gut drauf. Seasons change, but I don't want them to change us. In these days you've been saying my name different. So afraid to see us fall, but it's imminent. Was machst du? Noch Bildinspirationen. Ich kann sowas. So monströs groß. Kann man das sehen? Na, sowas sieht doch geil aus. Also ich glaube, sowas kriegt man nicht so leicht hin. Aber so von den Farben und so, finde ich, irgendwie würde das nochmal richtig gut Pep reinbringen. Also so sieht übrigens unser Zweitbüro aus, seitdem wir die Stühle haben. Küche, Tresen, Flasche Wein. Ja, also gerade Steffen kocht ja mal abends. Das ist, war ein gutes Investment, diese Stühle. Oh, hast du gekocht heute? Mhm. Okay. Schmeckt auch immer wieder gut, wenn ich das mache, ne? So, eigentlich stehen heute noch Rechnungen auf dem Programm, aber es ist so geiles Wetter. Linda hat gerade gesagt, komm raus, genieß die Sonne und ja, ich treffe sie jetzt gleich unten. Sie ist mit Paula noch spazieren. Schläft. Ist auf jeden Fall die bessere Alternative zum Rechnungen schreiben, oder?